es geht um Chancen im Leben. So. Ich bin Scheidungskind, aber meine Mama, ich habe eine Löwenmama, so, die hat für mich gekämpft. Ich bin ein liebevoller Mensch geworden, auch wenn ich so viel Aggression und Gewalt um mich rum hatte. So, ihre Liebe hat mir aus dem Sumpf da rausgeholfen. So. Und deshalb bin ich der Mensch, der ich bin. Ich wurde abgewirbt. So. Wir haben getickt, viel und nicht nur Weezy. Fuck, ja, ich bin da auch überhaupt nicht stolz drauf. So, ich habe den Zeitungsartikel vom nächsten Tag vor Augen gehabt, so. So, 16, 17-Jähriger wird erschossen, Mädels. Das sind die Kids, die heutzutage so konsumieren. Und wenn irgendwas brennt für die, dann zeigen die das jedem, dann schicken die das jedem ihrer Freunde und die pushen das zu Tode. Ja, das wird auf Dauerschleife, voll, das geht nicht mehr. Voll, das ist die neue Generation, Alter. Ja. Heftig. Der Xavier hat einen Hundesitter gesucht und der Martin Stieber, einer meiner besten Homies, der hat den Sinclair dann zu sich genommen und dann haben wir mit dem Baby gemacht. Immer wenn ich das erzähle, wird es weird, wenn ich anfange über Babys machen mit Hunden zu sprechen. Diese Diskussion da mit Frank Ribéry und seinem goldenen Steak. Klar war das absurd, aber in dieser Diskussion hat sich keiner die Frage gestellt, Digga, was willst du ummanteln mit Gold? Und wenn, dann ist es ein Stück Fleisch, weil dafür jemand stirbt. Und das ist Gold wert. Lass mich von Mama wecken, ich muss die Schule wechseln. Mich ein halbes Jahr verstecken, ich hab niemand gekannt, mich ständig geprügelt. Jetzt seh ich mich dastehen, bin Flex FM, erkenn mich im Spiegel. Ihr habt mich angespuckt, ich zerreiß euch in Stücke, ich geh jetzt eigene Schritte. Scheiß auf neidische Blicke. Zwei Stunden echte Leute, Beats und Stories für alle, die uns nicht kennen und alle, die uns kennen. Mein Name ist Simon, an meiner Seite ist mein Kollege Samuel. Freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. DJ Kitsune hat wieder fabelhafte Mucke rausgesucht und wir haben natürlich wieder einen Gast am Start. Er war beim ehemaligen Label von Crow gesigned, wurde als das nächste große Ding gehandelt, ist nur vergleichbar mit sich selbst und selbst das gelingt nicht immer. Eine Mischung zwischen Depression und Größenwahn, die Antithese. Muso ist bei uns. Yeah. Schönen guten Tag. Wie geht's dir, Muso? Ja, super. Ich bin sehr, sehr happy, hier sein zu dürfen. Ja, voll. Ich bin wirklich, wirklich happy. Sehr schön, das freut uns. Das ist eine gute Voraussetzung. Kurze Einordnung, du bist 33 Jahre? Nee, mach mich mal nicht so alt. Nee, Quatsch. Nee, da bist du in ganz, ganz falschen Region. Bist du da, nee. Welcher Wikipedia-Eintrag war das? Fake News. Nee, ich bin auf keinen Fall. Ich bin ein, zwei Jährchen noch jünger. Ein, zwei Jährchen jünger. Genau. Aber die 30 ist schon geknackt. Die 30 ist geknackt. Okay, die sehr Club 27, die auf jeden Fall. Okay. du bist aktuell zu Hause in der Stadt von Animus, Kurde und Torch, dem wunderbaren Heidelberg. Eigentlich wohne ich da in einem Vorort. Also bis ganz nach Heidelberg hat es auch nicht geschafft. Hat es nicht gereicht. Nee, also ich bin wohne in einem Vorort von Heidelberg, zähle mich aber schon als Heidelberger, würde aber grob über mich sagen, ich bin Europäer und kein Heidelberger. Aha, Europäer, sehr schön. Okay. Um tagespolitisch zu bleiben. Kurz. Sehr gut. Du hast zur aktuellen Zeit zwei Singles draußen, Bogota und 1010. Mhm. Und laut deinem YouTube-Channel müsstest du jetzt noch so circa 298 Songs und Skizzen haben. Ja, das stimmt. Genau, du willst wahrscheinlich darauf anspielen, in meiner Bio-Info, die ich ja mittlerweile alles selber schreibe, also ich weiß auch nicht, was da sonst stehen soll, da habe ich halt erwähnt, dass ich in den letzten wirklich zwei, drei Jahren bis zu 300 Songs gebounced habe und ja, das habe ich wirklich. Ich muss ja dazu sagen, es ist 2019, man muss heutzutage nicht mehr seinen Laptop aufbauen, um einen Song zu machen, sondern es gibt wirklich auch eine richtig krasse App, mit der du mit dem Handy drei Spuren aufnehmen kannst und die heißt Take. Ich will dir keine Werbung machen, die ist eh kostenlos. Gibt es leider nicht für Androids, aber hat ja bald eh keiner mehr. ja, auf jeden Fall, diese App ist halt sick, weil du kannst halt mit Realtime Autotune dir einen Voice Key einstellen und kannst halt Melodien in einem Autotune, also mit einer Tonart schreiben. Und mit dieser App habe ich halt sehr, sehr viel gearbeitet die letzten Jahre, weil ich wirklich sehr viel an Melodien gearbeitet habe. Ich habe angefangen zu singen. Ich glaube, ich bin auch Sänger geworden, wenn man es so nennen will. Und ja, ich habe 300 Songs gebaut in den letzten zwei, drei Jahren. Viele mit Homies, viele allein. Aber so das, was jetzt rauskommt, das ist quasi die Quintessenz. Die Quintessenz von 300 Songs. Das Who des Who. Ja? Das Who des Who. Oh, das 300 Songs gebaut, Mann. 300 sehr schön. Und primär mit dieser App gearbeitet auch. Also ich habe auch einen Laptop, ich habe mir ein billiges Interface, gibt es ja auch schon für 200-300 Euro mit Mikrofon, so ein Bundle, mhm. Das habe ich mir schon auch dazu geholt. Ich meine, ich habe Leute, die meine Mixes dann weiterverarbeiten und
Aber die ersten Songskizzen mit der App? Also was man hört, ist dann alles nochmal final aufgenommen. Klar. Aber so, ich habe einen Homie, der lädt mir dann die Beats in die App rein und ist halt geil, weil du musst nichts mehr aufbauen. So ist ja auch kein Stress heutzutage, den Laptop aufzuklappen, schnell Logic zu starten, das Interface rein. Aber mit dieser App kannst du halt überall, sei es am Busbahnhof oder mitten in der Stadt, wenn dir eine Melodie einfällt, kannst du sie halt direkt aufnehmen. Und ein guter Song funktioniert einfach immer. Egal ob mit einer scheiß Gitarre am Lagerfeuer, sobald die Melodien und alles stimmen, die Tonart und alles, dann funktioniert ein Song groß wie auch ganz, ganz klein. Sehr, sehr nice. Krass. Voll. Dann sprechen wir gleich über deine Mucke, warum du wieder 3 Jahre weg warst. Letzte Lebenszeichen von dir war so um 2016 rum. Wie viel Depression und Größen waren aktuell in dir schlummert und über Riesenameisen. Und for free gibt es gleich Mucke von DJ Khaled und Drake mit dem Track For Free. Viel Spaß. Ich würde gerne die Leute, die dich nicht kennen, kurz abholen. Ich habe am Anfang gesagt, du bist eine Mischung zwischen Depression und Größenwahn. Dazu muss man ein bisschen wissen, wo du herkommst, finde ich persönlich. Und ich meine gar nicht geografisch, sondern eher menschlich. Deswegen, ich hoffe, dass meine Einordnung, du korrigierst mich. Du bist in einem kleinen Dorf nahe der Schweizer Grenze groß geworden. Waldshut-Tingen heißt der gute Ort. Ich glaube sogar Tingen eher als Waldshut. Tingen, genau. Ja. Waldshut ist der Landkreis, Tingen ist meine Hut. Dein Vater ist Italiener, deine Mutter ist Deutsche, bist ein Scheidungskind tatsächlich. Ja. Wenn ich fragen darf, wann war das soweit, dass deine Eltern sich getrennt haben? Ich glaube, als ich auf die Welt kam, da war eh schon ein bisschen Baustelle, aber so mit 8 oder 9, 10 Jahren war ich. Also es war, wenn ich jetzt die Jahreszahl sagen würde, wüssten alle, wie alt ich bin. Deshalb, ich war 10 Jahre alt. Genau. Und bist dann mit deiner Mom, zumindest haben das meine Infos mir gesagt, für eine kurze Zeit sogar ins Frauenhaus gezogen. Wuchs mit 15 Jahren 100 Kilo. Fast, Fast so um den Dreh. Ja. Bist von ein paar Schulen geflogen. Ja. Und hast dich auch angefangen zu fetzen. Oh ja. Oh ja. Nicht zu knapp. Oh ja, ja. Man sieht noch ein paar Spuren, hab ich noch im Gesicht, aber ja. mir ist keiner aufgefallen. Aber alles fresh bei mir. Ja, ich habe auf jeden Fall gut kassiert auch schon, klar. Aber auch ausgeteilt, wie es immer ist. Was mich, über was ich gestolpert bin, ist, dass es hieß, ihr wart sogar so ein bisschen Fight Club-mäßig unterwegs. Also dieser Freundeskreis, mit dem du da abgehauen hast in der Jugendzeit. Ich meine, klar, wir bauen alle ein bisschen Scheiße so. Ja, klar. Peergroups hier und da. Aber die haben sich schon ein bisschen was nebenbei verdient mit dem einen oder anderen Pflänzchen und das Geld dann investiert in Wetteinsätze für organisierte Schlägereien. Das gibt's bei mir unten Dirty South. Sowas gibt's, sowas gab's zumindest, als ich da war. Und da muss ich aber gerade zu sagen, so ich war aus meiner Gang, war ich wirklich auch immer der, der vielleicht die Pläne gemacht hat, der so die Jungs zusammengehalten hat und der vielleicht der gerappt hat, der versucht hat, einen Song über seine Jungs zu machen und ich war der Typ, der halt reden konnte. Und meine Homies, die konnten das halt nicht. Und ich denke da immer an einen sehr, sehr guten Freund von mir. Mit ihm bin ich auch aufgewachsen. So. Ich habe auch einen neuen Song auf der Platte, der sagt halt viel aus, weil es geht um Chancen im Leben. So. Ich bin Scheidungskind, aber meine Mom, ich habe eine Löwenmama, so, die hat für mich gekämpft. Die hat mir so viel Liebe gegeben, dank ihr konnte ich Urvertrauen aufbauen. So. Und deshalb ich bin ein liebevoller Mensch geworden, auch wenn ich so viel Aggression und Gewalt um mich rum hatte. So, ihre Liebe hat mir aus dem Sumpf da rausgeholfen. So. Und deshalb bin ich der Mensch, der ich bin heutzutage. Viele meiner Freunde hatten vom Elternhaus dieses Glück einfach nicht, weißt du? Und mein krassester Homie, das war der größte Allmann von allen, aber halt der härteste von allen, Digga. Vor den hatte jeder, ist jeder gerannt und er ist immer noch hart am Struggeln, er ist da immer noch drin so. Und man sieht ja, wo es hingeht, Digga. In meinem Alter, guck mal so, ich bin ein paar 30, ich sehe noch fresh aus, so. Ich habe Liebe in mir, ich bin dankbar, ich komme gut bei Menschen an, die geben mir Gutes, ich gebe Gutes und es gibt 2 Kreisläufe, 2 Strudel. Einmal gibt es den positiven Strudel und einmal den negativen. Und der positive ist, sich einfach nicht zu klatschen, sondern sich auszudrücken, nett zu sein, Liebe zu spreaden, dann kriegt man auch Liebe wieder. Und der negative ist halt Gewalt, erzeugt gegen Gewalt. Du kannst dir die 2 Strudel aussuchen. Ich habe mich für den einen entschieden. Viele von meinen Jungs stecken immer noch in einem anderen fest. So. Der teilweise wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, sehr viel Gegengewalt provozieren kann. Und ich habe auch gelesen, dass das so weit schon mal war, dass du sogar mal eine Schafe an der Schläfe hattest. Ja, ja. Wie kam es dazu? Also im Nachhinein wurde dann erzählt, dass das nur eine
eine Gasknarre war, die ich an der Schläfe hatte, und aber der andere, der dabei war, dass der die Schafe hatte. Ja, ich wurde abgerappt. So, wir haben getickt viel und nicht nur Wheezy und groß und fuck. Ja, ich bin auch überhaupt nicht stolz drauf. Überhaupt nicht stolz. Mhm. Ja, und das war halt, bei uns gibt es einen Platz in meiner Hood. Und da ist es passiert und nachts, und ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht, wir haben versucht auch das wiederzuholen, und wie es immer so ist, über ein paar Ecken kriegt man dann die Hälfte wieder, wenn man Kohle zahlt und was weiß ich, und man kennt sich ja doch und über Ecken und alles. Aber so in dem Moment, ich weiß es noch, Digga, ohne Scheiß, so ich habe den Zeitungsartikel vom nächsten Tag vor Augen gehabt, so 16, 17-Jähriger wird erschossen mäßig, so in diesem Moment, so in diesem Scheißmoment, weißt du? Und das ist, also mein Leben ist nicht an mir vorbeigezogen, aber so in dem Moment hat sich schon irgendwie was in mir verändert. Weißt du im Nachhinein, also haben die einfach gewusst, dass ihr was dabei hattet und wo die war, wo ihr wart? Habt ich wollte euch... den verkaufen, so. Ich hab mich mit denen getroffen. So. Klassischer, ja, das Klassische. Ja, voll. Mhm. Abgerippt halt, ja. Habe ich auch schon oft genug bei anderen Menschen gemacht. Abgerippt. Mhm. Ja, so geht's. Karma, ja, krass. Mal rippt man, mal wird man. Mhm. Genau. Voll. War das in der Zeit, wo du fliegend die Flügel ausgerissen hast eigentlich, um sie zu Riesenameisen zu machen? Total sick, Alter. Hat das noch kein Kind auf der Welt gemacht, oder was? Nein, alles gut. Ich weiß auch, Hummeln von Blumen geschnickt und so, aber so fliegend die Flügel ausreißen und sie dann auch so zu gucken, wie sie als Riesenameisen so weiter... Das ist total geisteskrank, aber ich weiß es einfach noch, wie so neben mir halt so ein paar Fliegen auf der Lehne des Sessels in meinem damaligen Wohnzimmer. Ich habe das echt gemacht, total geisteskrank. Und ich bin ja ein sehr, sehr tierlieber Mensch geworden, Alter. Shit, ich versuche kein Fleisch zu essen, so Fisch schon, aber ja, das ist total kranke Aktion gewesen von mir. Fuck, Alter. Das ist keine Aktion, denk nicht falsch jetzt. Jugendlicher, man probiert sich ein bisschen aus, so wie gesagt, ich habe auch Hummel von der Blume geschnickt und so weiter und so fort, aber... Das ist nochmal eine andere Liga, aber ja. Oder Marienkäfer zertrampeln, so... Ekelhafte Bastardaktion halt. Man macht halt genau. Man macht das vielleicht auch mehr als Junge, so weiß ich jetzt nicht. Das ist auch nur eine Behauptung, ohne sie belegen zu können, aber einfach ein bisschen mehr Scheiße in der Jugend, und dann kriegt man irgendwann den Dreh raus, glaube ich, dass man sagt, okay, nicht ganz so cool. Überhaupt nicht cool. Samuel, du auch schon irgendwelche Jugendsünden, wenn wir gerade dabei sind? Ich hab einen Freund von mir, der hat die an die Dartscheibe geklebt immer, und dann hat er die Pfeile draufgeschmissen. Die fliegen? Die fliegen, ja. Oh, fuck. Wie hat er die da dran gekriegt, Alter? Ich weiß auch nicht. So Mr. Miyagi-mäßig, einfach gecatcht worden. Okay, ja klar. Mr. Miyagi mit den Stäbchen vorher gefangen. Dick, dick, dick. Nee, aber so, ich überlege ja, würde ich das hier heute noch hinbekommen? So, hätte ich heute noch die Geduld bzw. die Langeweile, so Fliegen zu fangen, und musste ja erstmal K.O. schlagen und dann die total geisteskrank. Egal. Okay. Heute machst du es nicht mehr, darüber sind wir froh. Du machst nämlich großartige Musik. Danke. Und wir haben vorhin Bogota gehört. Wir sprechen gleich über deinen Ausflug ins Rapstar-Leben und warum du auch als Gastronaut zufrieden sein kannst. mein Name ist Simon. Sag mir, was jetzt was für Mucke genau, kommt. Genau, wir spielen von dem guten Rin den Track Vintage. Viel Spaß damit. Wir haben vorhin gesprochen, deine Kindheit war nicht ganz so easy. Du rappst aber seitdem du 12 bist. Oh ja. Hast dir jedes Mal beim Kerzen auspusten gewünscht, Rapper zu sein. Gut recherchiert, dann, Simon. Dann hast du es kurz. Und dann? Ja, die Zeit, um das jetzt grob mal zusammenzufassen, meine Zeit war nicht ready. Ich war nicht ready. Besonders wenn ich es einfach mit jetzt vergleiche, so. Auch hierher zu kommen heute, fühlt sich alles gut an, fühlt sich alles real an. Und auch damals so, mein Sound war halt relativ düster. Ich war auf Tour, und einfach auch jeden Abend diesen düsteren Sound wieder zu spielen auf Tour, ich bin da wirklich auch in eine Depression gerutscht. Also ich hatte auch so Depressionen in meinen ganzen kompletten 20ern, immer mit meinen Dämonen zu kämpfen. So, bei mir ist es wirklich jetzt mit dem Alter, wenn man es mal so nennen will, Alter, es ist alles besser geworden und entspannter. Total, total krass bei mir. Ja, schön. Weil für alle, die es nicht wissen, ich habe es vorhin kurz angesprochen, du warst 2012 rum ungefähr, glaube ich, so gesigned bei Chimperator. Mhm. Die wurden auf dich aufmerksam, wurde es als das nächste große Ding gehandelt, weil da auch gerade Crow mit Way Up raus warst du quasi so gehandelt als die Antithese, weil wenn man sich mit deiner Musik beschäftigt halt, was komplett anderes zu diesem leichten, fluffigen Crow-Sound war, der damals quasi durch die Decke ging. Und
dann hattest du dein Album 2013, Stracciatella Now, draußen und dann kam aber erstmal nichts, weil man hat so gehofft, so okay, jetzt geht's quasi durch die Decke, wird gehandelt, das ist das neueste Ding, und da war aber erstmal ein bisschen ruhig. Ja. Und wie kam das, dass dann quasi erstmal Ruhe war? Private Sachen, die mir wichtiger waren. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Auch mich damals als das große neue Ding zu bezeichnen, also jeder, der dabei war, ich habe zu jedem immer gesagt, so, also ich habe gesagt, ich stehe da 100%ig dahinter schon. Uns ging es damals auch viel mehr um die Produktion, um das ganze Ding an sich, mit Cover, mit allem, mit Artwork, als komplettes Produkt, als nur zu sagen, Digga, ich rap seit ich 12 bin und jetzt mache ich die Hammer-Rap-Platte und das hätte ich machen sollen, ganz ehrlich, also so, ich weiß es nicht, weil ich bin genauso easy wie Crow, ich bin genauso Kokainer wie Miami Yassin, ich bin genauso, ich bin kein Dude, der irgendwie das Texte interpretieren für sich pachte, ich bin kein so krank belesener Poetry-Slammer, wie Leute das von mir denken, sondern ich bin, hab das Beste aus beiden Welten für mich in mir. Ich bin schon auch gerade raus, so. Ich bin ein Lebermensch so und hab in meiner 20er-Zeit, in meiner Jugend mir viel, viel Gedanken gemacht, so ganz, ganz viel Gedanken, vielleicht auch mehr als andere, vielleicht auch mehr gezweifelt und das ist es halt, aber so die Zweifel, wenn so jetzt hier zu sein, da haben Zweifel haben keinen Platz mehr bei mir. So. Die dürfen keinen Platz haben. Und egal, ob du Rap-Mucke machst oder einen scheiß Laden aufmachst, Digga, wenn du zweifelst, dann bleib zu Hause. Weil das Leben ist eine Bitch und wenn du sie nicht rannimmst, nimmst sie jemand anders ran. Du musst dich entscheiden, Digga. Und es ist Zeit. Und du hast dich entschieden, herzukommen, das freut uns sehr. Bist du noch Gastronaut im Café in Heidelberg? So hast du dich selbst mal genannt. Ja, also. bester Titel. Nee, aber ich habe da lange gearbeitet und in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, da steht auch noch Musocino in der Karte und das ist ein Milchkaffee mit Doppel-Espresso-Shot. Nee, momentan irgendwie fällt es mir schwer, so Service zu machen oder so oder zu Robotten in der Gastronaut technisch, aber ich mag die Gastro voll. Ich glaube, in Deutschland also wäre es mein Traum, irgendwann in Deutschland einen Laden zu haben, dann wäre das so wie so eine kleine Jazzbar. Da gäbe es auch kein Essen, weil Essen wird eh immer schlecht und so. Keine Ahnung, da wird halt so eine geile Kaffeemaschine stehen. Guten Kaffee, auf jeden Fall Plattenspieler, gute Mucke und halt ein sweeter Mensch, der da drin arbeitet, weil du hast ja immer eine Aura und einen Vibe, den du catchst. Und dann gibt es halt dann nur Kaffee, vielleicht so, keine Ahnung, so ein Catering, so ein Tagesmenü und abends halt Drinks. Gute Drinks. Mit Alkohol kann man in Deutschland noch Geld verdienen, glaub mir. Und Essen wird immer schlecht und so. Digga, das ist schon so mein Traum. So früher oder später, so auch zu sagen, so das ist Interieur, cool. Das ist mein Ding. Voll, ja. Da habe ich schon Bock drauf. So. Ja. Klingt gut. Ja. Stehen. Mein eigenen Land, mein eigenes Business dann aber so. Voll. Klingt sehr gut. Du hast mal gesagt, damals hast du Musik gemacht, um den Alltag zu bestreiten. Und das war zu der Zeit, als du noch in der Gastro gearbeitet hast. Heute bestreitest du den Alltag, um Musik machen zu können. Wie ist es aktuell? Ja. Also ich habe einen Deal seit letztem Jahr, BMG, Grüße gehen raus, danke für das Vertrauen. Also mir geht's gut, ich arbeite trotzdem ab und zu nebenher, so weil ich will einfach, ich brauche Einflüsse, so ich bin phlegmatischer Mensch, sonst stehe ich morgens auf, roll mir den ersten Bobby und hock mich an den Laptop und dann werde ich zum Zombie so, sondern ich muss rausgehen, ich brauche Input von Menschen, sonst bin ich phlegmatischer Mensch. Erklär ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was phlegmatisch heißt. Phlegmatisch kann auch antriebslos bedeuten oder sich so schnell dahin vegetieren oder ich kann es schwer beschreiben. Okay, also, ich glaube, es gibt ein bisschen. Ja, so in die Richtung meine ich das. Ich weiß auch nicht, was die Definition ist, aber so meine ich das auf jeden Fall. So meinst du das? Ja. Gut, das haben wir ein bisschen unseren Bildungsauftrag erfüllt. was macht dich glücklicher? Also damals, als du Musik gemacht hast, um deinen Alltag zu bestreiten oder auch zu der Zeit, wo du deinen Alltag bestritten hast, um Musik zu machen. Was hat dich glücklicher gemacht? Jetzt bin ich glücklicher. Also ich war noch nie so glücklich wie jetzt. So auch die neue Mucke, die ich mache. Meine Stimme zu hören, zu singen, meine Stimme mit Autotune zu hören. Ich glaube, meine Stimme ist für Autotune gemacht. Sonst würde ich das nicht machen. So, ich nehme mich jeden Tag selber auf. Ich höre meine Stimme klamm und man hört Stimmen nicht objektiv so. Man hört es immer subjektiv, aber ich fühle meine Stimme selber hart und ich will, dass Menschen die hören. Und ich finde, du hast auch eine krasse Stimme, ja. Also ich habe die Lieder von dir gehört jetzt vor kurzem. Und die Autotune-Dinger sind echt krass. Danke. Auf jeden Fall, danke, muss ich echt sagen. Klar.
Danke, Doggy. Kann ich nur bestätigen. Danke, wir sprechen gleich über die heutige Musikszene und über die Frage, ob wir auf der Autobahn irgendjemand vertrauen können oder nicht. Genau. Und was hältst du eigentlich von Motrip und Alias? Kings. Kings. Korrekt. Von denen spielen wir jetzt mal Mucke und zwar Mohammed Ali. Wir haben gerade eben 10-10 gehört, den aktuellen Track von Muso, unserem heutigen Gast. Yo. Darin sagst du, du lässt dir die Leichtigkeit nicht nehmen. Mhm. Seit wann hast du sie denn? Gute Frage, ne? Ich und Leichtigkeit. Ey, ich habe die, hab die wieder gewonnen durch, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gemeint, mit einem Aufnehmen, mit neuen Techniken, mit einfach jahrelang nur Musik zu machen, aber nur für mich selbst. Und auch als 2012, 2013 alles rauskam, ich habe schon immer andere Musik gemacht, die da zu der Zeit auch rausgekommen ist. So, die Leute dürfen nicht denken, dass ich nur diese 8 oder 9 oder 12 Songs, keine Ahnung wie viele auf dem Album drauf sind, dass ich nur diese gemacht hätte. Die habe ich rausgebracht, so, aber da habe ich trotzdem noch an anderen Sachen gearbeitet. Und zu der Zeit habe ich selbst daheim nicht aufgenommen. Das ist erst so die letzten 3-4 Jahre entstanden, dass ich wirklich auch daheim bei mir aufnehme, mich an meine Vocals setze. Und dadurch ist alles einfach einfacher geworden und besser. Ich meine, 2019, hatte ich ja schon erwähnt, es ist kein Ding mehr heutzutage aufzunehmen. Du musst überhaupt nicht mehr rappen oder singen können. Du brauchst einen Engineer, der es drauf hat mit Melodyne und Autotune. Du brauchst Zeit, du brauchst Geld. Dann kannst du Rap machen. Und Wille. Und Wille, das sowieso. Oder Geld. Wenn du keinen Wille hast, dann gibst du jemandem Geld, der hat dann Wille für Geld. Der hat dann Wille für dich. Oder so, ja, ist tatsächlich ist eine true story. Kann man jetzt verschiedene Meinungen dazu haben, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Hm. Du hast mal gesagt, auch zur aktuellen Musikszene, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, alle wollen Pop-Hit schreiben. Möglichst nach Schema F und so weiter und so fort. Hast du es mit 10-10 auch versucht, einen Pop-Hit zu schreiben? Nee, ich hab's getan. Ich hab's getan. Hast du es getan? Nee, ey, das ist, klar, es ist ein Pop-Hit, weil, vergiss mal, Pop, Hip-Hop ist Pop. So, Hip-Hop hat sich von Pop viel abgeguckt, weißt du so, dass zum Beispiel die Line muss gleich bleiben, das muss ich wiederholen. Scheiß auf 16 Bars, Digga, 12 reichen. So, Hook muss catchy sein. Dann noch eine B-Hook. So, es hat sich, das ist Mainstream-Musik. So, ja. Es gibt noch Pop, der so Hip-Hop ergänzt für Leute, die kein Hip-Hop hören. Aber das ist alles Pop. Das ist alles Pop, populäre Musik. Das ist der Pop 2019. Man könnte es auch Hip-Hop nennen. Oder Pop 2019. Schön so gesagt. Sagen, ja. Schön gesagt. Nee, weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen, während das Mucke lief, also 10-10, sehr schön, sehr catchy Hook, Sami hat deine Stimme gefeiert da drauf, das mit dem Autotune, das hört sich sehr, sehr nice an in seinen Ohren und ich kann das auch nur bestätigen, ist auf jeden Fall nochmal was anderes, ich habe es am Anfang gesagt, du bist quasi mit keinem anderen zu vergleichen und manchmal sogar schwer mit dir selbst, so, weil du es immer wieder schaffst, dich quasi in irgendeiner Form neu zu erfinden, hast du mit 10-10 definitiv geschafft. Danke. Nur um es kurz abzuschließen, beziehungsweise einmal kurz angerissen zu haben, so, ich weiß nicht, wie aktuell die Diskussion noch ist, aber da ich dich gerade hier habe, du dich auch viel mit der Musikszene beschäftigst und hast du eine Meinung zu diesem Click-Hacker? Ja, wir müssen kurz drüber sprechen. Ey, so, guck doch mal, für die jungen Leute, die ganzen Kids da draußen, die haben noch nie eine CD gekauft, die haben, okay, die konsumieren YouTube, als wäre es eine CD oder was weiß ich. Klar, Digga, die hypen das anders. Die hypen das geisteskrank. Das sind 11-, 12-Jährige. Ich sehe doch, die rumlaufen. Da läuft die ganze Zeit das Handy. Spotify Repeat, den Song. Die pumpen das rum. Da muss niemand in dieser Szene, und das finde ich eh immer schlimm, wenn Leute schon ihren Namen haben und dann Schiss haben, den zu verlieren. Ey, die neuen Generationen, die werden kommen und die pumpen die Mucke ganz anders. Die konsumieren die anders. Die hypen das richtig. Die warten nicht, bis sie aus dem Büro kommen um 18 Uhr, dann hören die den 2-3 Mal und dann machen sie wieder was anderes, sondern die pumpen den von morgens bis abends. Ja. Und durch solche Kids kommen so Zahlen zustande. Ich glaube das, Digga. Klar, glaube ich dann auch, das sind alles Businessmänner. Alle. Und klar, stecken die dann auch mal ein bisschen Kohle da wieder rein. Und auch für die Klicks. Aber das macht dann ganz bestimmt nicht die selber so. Sonst würde man es ja merken. Also da wird auf jeden Fall Kohle reingesteckt. So, aber der größte Teil der Hype, der kommt nicht von selbst. Das sind die Kids, die heutzutage so konsumieren. Und wenn irgendwas brennt für die, dann zeigen die das jedem. Dann schicken die das in jedem zu jedem ihrer Freunde und die pushen das zu Tode. Auf Dauerschleife, das geht nicht mehr. Voll, das ist die neue Generation, Alter. Heftig.
Ja, ist schön. Heftig. Schön zu sehen. Voll. Das ja, sieht man auch wieder, wie gesagt, was die wie Musik einfach nochmal ankommt. Du hast vorhin gesagt, mit dem Pop, dass jetzt quasi die Grenzen verschwimmen und letztendlich geht es darum, geile Mucke zu machen. Voll, voll. Es muss sich anfühlen, voll. Der Vibe muss catchy voll. Sein. So. Du musst es einfach fühlen, total. Musst Bock drauf haben. So. Und weg von diesen Genregrenzen total. Hier, das ist da oder guck mal, wenn du es feierst, pumps. Ja, voll. Also so, es wird schon immer mehr wie in Amerika, so, aber wir sind da noch lange nicht. Weil so, guck mal, so Blueface, so Bust Down Tatiana. Tatiana. Weißt du, hätte so ein Song, wäre der in Deutschland, hätte der funktioniert so. Da kommt der, das Intro rein, dann so, oh, der rappt aber ein bisschen Offbeat und so. Ah, da gäbe es zu viel Hater. So, in Amerika ist es ein mega Smash-Hit, Digga. Weil da sagt keiner, hey, der rappt aber Offbeat. Und der Vibe, Alter, der Vibe, das Gefühl, darum geht's. Schön. Zur aktuellen Musikszene noch ganz kurz, weil du beschäftigst dich sehr viel mit Mucke, bist auch Fan von vielen Sachen. Oh, wir haben vorhin auch schon ein bisschen gesprochen, off the record. Okay. Und ich habe ein schönes Zitat von Fat Tony aus seinem Song Clint Eastwood zur aktuellen Musikszene und der sagt da folgende. Ich hasse mich für diese Aussage, doch der momentane Zeitgeist Versace ist gar nicht mal so geistreich. Die reden nur noch von Klamotten. Und Drogen. Dann geht sie shoppen. Ich würde das so gerne fühlen, aber ich finde das... Deswegen habe ich mein Versace-Hemd ausgezogen. Kannst du es nachvollziehen, dass er sich dafür hasst und dass er es trotzdem kommunizieren musste? Ich habe ja so eine ähnliche Line auch auf 10-10. Also bei mir... Ich kann das verstehen, ey, die ganzen Mütter müssen hart arbeiten gehen für die ganze Kohle, wenn ihr kleinen Scheißer euch immer eure Markenklamotten wünscht. Digga, ich kann Müllsack tragen, ich fühle mich trotzdem hot, weißt du so, ich bin nicht darauf angewiesen, irgendwie nur Marken zu sporten, aber man muss schon so, guck mal, das ist, kaufst du dir teure Marken oder ich esse zum Beispiel unfassbar gut, Digga, mein Körper ist ein Tempel und klar, was auf meinen Körper drankommt, das können, vielleicht muss nicht nur Designer sein, so, weißt du, aber ich find's immer weird, wenn Leute so viel Geld für Klamotten ausgeben und so scheiße essen, wo ich mir so denke, ey, Dicker, so, du musst deinen Körper gar nicht umhüllen, weil was du in ihn reinfütterst, ist scheiße, so, dann ess doch lieber gut, so, geht lieber gut essen und holt euch halt ein paar Balenciagas weniger oder was weiß ich und ja, das ist halt immer dieses Ding mit Exklusivität, immer Anschluss finden, man will cool sein und muss ein paar Leute geben, die da auch zeigen, so wie ich, so ihr braucht es nicht. Ihr braucht es nicht unbedingt, wenn ja, ist geil, ihr müsst niemanden haten, der es hat, weil Qualität, Digga, mein Vater ist Italiener, so italienische Designer, das hat Kultur, weißt du so, das ist schon was Erstrebenswertes, das ist schon geil, aber wenn dann so 13-jährige Pisser, die noch nie gehustelt haben, so ein scheiß Shirt anhaben und ich sehe so, die Mami hat dafür, was weiß ich, wie viele Wochen gearbeitet, dann will man das dem ausziehen. So, voll. Will. Natürlich macht man es nicht. Macht man nicht, ne? Okay, sehr schön. Vielen Dank dafür. Und zwar dann noch eine ganz kurze Frage zur aktuellen Musikszene, weil nur um ein bisschen mal einmal gefragt zu haben, weil du stehst jetzt vor mir, wie gesagt, siehst ganz fresh aus. So, Dito. Warum bist du... Bei aller Liebe, warum bist du nicht einfach Model geworden oder so? Ich? Ja, mein Rap ist voll anstrengend, oder nicht? Singles releasen, immer schreiben, den Zeitgeist catchen, so. Weißt du, dann gibt's noch so Klickkäufer hier links und rechts, so. Mach das ganze Business kaputt, so. Model einfach. Ja, ey, das ist mein Lifestyle, Simon, danke. Danke für die Blumen, aber dafür smoke ich zu viel, schlaf zu wenig und bin keine 18 mehr, hab kein Sixpack, zu viel Hüftspeck. Wenn du das auch beantwortet, dann sprechen wir gleich über die Frage, ob wir auf der Autobahn noch irgendjemand vertrauen können oder nicht und wie Tiere einen vielleicht ein bisschen runterbringen können, wenn man ein bisschen zu viel im Kopf hat. Und solange spielen wir Jamule mit NBA. Viel Spaß damit. Eben Alias mit Motrip gehört, Beatles. Sie zählen zu deinen Lieblingsrappern, ne? Hatten wir vorhin schon gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ali Motrip. Ja. Warum also konkret? Technik, Message, schon jahrelang so auf höchstem Level, auch wenn jetzt ihr Collabo-Album nicht so durch die Decke gegangen ist, wie alle gedacht haben, glaube ich. Schade. Ja, mega schade. Aber ich glaube, die können sich trotzdem nicht beschweren. Läuft trotzdem bei den Jungs. Ah, voll. Glaube ich, ja. Definitiv. Voll. Auf jeden Fall. Mega Album, aber geile Collabo. Beides, für mich einer der beide Favorites Deutschland. Voll. Sehr schön. Shoutout an Alias und Motrip. Yeah. Du hattest als kleiner Muso einen Schlappohrhasen namens Benny.
Shit. Ja, hatte ich. Ja. Du hast ihn Saltus machen lassen. Ja, Mann. Fuck ja, Mann. Ich bin so ein Tierquäler. Nach der Sendung habe ich Peter. Ich habe den Peter-Jutebeutel, weil ich 12 Monate 15 Euro gespendet habe. Ich habe den daheim. Peter-Jutebeutel. Das ist der teuerste Jutebeutel der Welt. Der kostet 150 Euro. Wenn du 180 eigentlich. 12 mal 15 Euro spenden, dann kriegst du den. Okay. Okay, anderes Thema. Aber du musstest ihn dann verkaufen, beziehungsweise hergeben. Aber es gab eine schöne Endszene. So nerdy geht's nicht mehr. Du bist nicht richtig, richtig. Ja. Da kam dann, soll ich es erzählen? Ja, bitte. Ja, ich habe meinen Schlappohrhasen verkauft, weil ich war in Kur, weil, wie du ja damals erzählt hast, war ich so fett und hatte dann Gleichgewichtsstörungen. Da war ich in Kur mit 13, 14. Mein Hase war derzeit bei meiner Schwester. Durfte da überall aus dem Käfig frei rumlaufen, Bügeleisenkabel anknabbern, den ganzen Scheiß also. Richtig, richtig Ding für den, Holiday Park mäßig. Und dann kam ich wieder aus der Kur und dann musste halt wieder in seinen kleinen Scheißkäfig. Fand er halt gar nicht lustig. Und als meine Mutter ihn dann immer füttern wollte, weil ich habe das nicht gemacht, wollte sie ihn beißen und dann mussten wir ihn verkaufen. Mann. Da mussten wir die Strickle, da mussten wir, ja, mussten wir die Reißleine ziehen. Ja, dann haben wir ihn verkauft, dann kam so ein Chick. Ganz cute, glaube ich sogar. Die war 17, 18, die war auf jeden Fall älter. Ich war 13, 14, war mit meinem Homie im Hof gespielt, geskatet mit Inlines an und dann wurde halt weggefahren mit der Dame und ich weiß noch, hinten so, es ging so ein Kombi, so die Fensterscheibe hinten und er nur so da drin, so mit seinen Schlappohren und dann ist es aus mir rausgebrochen, Digga. Dann habe ich so geheult und bin so mit Inlines so dem hinterher gefahren. Noch Kilometer lang. Aber dein Hund gibt's noch. Mein Hund gibt's noch, ja. Der Elmo, oder? Der Elmo ist der Papa von Mathilda. Also Mathilda ist da. Bei mir ist ganzes Rudel am Start. Genau. Ja, bei mir ist ganzes Rudel. Jetzt hast du Mathilda, ne? Französische Bulldogge. Ja, aber Elmo ist auch noch am Start. Tochter bei meinem von besten Elmo. Freund. Ja, Tochter von Elmo. Auch ein Frenchie, wie du sie nennst. Ja. Und Elmo ist der Sohn von Xavier Naidus Hund. Genau. Xavier hat 3, glaube ich. 3 oder 4? Genau. Und ein hatte so ein Bully-Connection-Doggy. Sorry, da muss man drin sein. der Xavier hat einen Hundesitter gesucht und der Martin Stieber, einer meiner besten Homies, der hat den Sinclair dann zu sich genommen und dann haben wir mit dem Baby gemacht. Immer wenn ich das erzähle, wird es weird, wenn ich anfange über Babys machen mit Hunden zu sprechen. Ich weiß nicht gerade von Reden, Bruder. Das ist weirder Shit, das hat mir nichts verloren. Ja, schön. Es ist quasi den Ableger in Anführungszeichen von Xavier Naidus Hund. Ja, sozusagen. Gibt es nochmal irgendwie Family Reunion oder leben die quasi, machen ihr eigenes Ding und schreiben sich nur per WhatsApp oder wie also ist, wie Elmos, ist die? Elmos Papa ist dieses Jahr leider wirklich verstorben. Sinclair, 13, rest in peace, sweetheart. In peace. So, du warst meine erste große Bully-Liebe, French Bully-Me-mäßig, ja. Und er ist verstorben, das war sehr, sehr traurig, ja. Aber er ist 13 geworden, so, das ist ja auch ein gutes Alter. Stolzes Alter. Ja, voll, richtig gutes Alter. Für eine rein rassige französische Bulldogge. Sehr schön. Dann mögen Mathilde und Elmo auch mindestens 13 werden, wenn nicht sogar 11. Voll. Ja. Voll. Warum sollte jeder Mensch einen Hund haben? Weil wir haben uns so von uns selbst entfernt. Wir sind so, gerade auch 2019, Digga, wir werden immer mehr zum digitalen Menschen. Und ich meine, ist ja auch eine Diskrepanz. Ich habe einen Hund, schlachte aber andere Viecher ab, wenn ich Fleisch essen gehe und so. Ich glaube, wir müssten alle ein bisschen weniger Fleisch essen und wirklich Fleisch zu was Besonderem machen. Und da heißt auch nicht so, kauf dir weniger Steak beim Supermarkt, das macht eh keiner, Digga. Das muss von der Regierung, das muss einfach, weil Fleisch darfst du 2-3 Mal die Woche, wie ich finde. Und ich versuche fast gar kein Fleisch mehr zu essen, weil dafür sterben Tiere. Oder nur so ein Beispiel, diese Diskussion da mit Franck Ribéry und seinem goldenen Steak, diesen Typen, habt ihr das mitbekommen? Klar war das absurd, aber in dieser Diskussion hat sich keiner die Frage gestellt, Digga, was willst du ummanteln mit Gold? Und wenn, dann ist es ein Stück Fleisch. Und weißt du warum, Dicker? Weil dafür jemand stirbt. Und das ist Gold wert. Und das hat nie jemand in dieser Scheißdiskussion gebracht. Die Leute haben keinen Plan mehr, wie die Viecher abgeschlachtet werden. Und gerade in unserem Land, Digga, gerade in unserem Land, wir schlachten Viecher von morgens bis abends ab mit einem Zug drin, weißt du, so logistisch und allem. Das kann keine andere Nation wie wir, wie die Deutschen das so krass. Einfach abschlachten, Digga. Geh mal nach Frankreich, kauf dir ein scheiß Hühnchen im Supermarkt, dann gehst du an die Kasse, das kostet 7 Euro. Du denkst, what the fuck?
Und dann, Digga, das Ding hat halt noch ein Leben gehabt. Und diese Fleischindustrie in Deutschland, es muss vorbei sein, Digga. Es muss vorbei sein. Ich kann nicht mehr schlafen, Digga. Es gibt auch so eine Doku, wo gefühlt jeder danach irgendwie gesagt hat, okay, ich werde auf jeden Fall Vegetarier. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die gibt's. Und danach, glaube ich, wenn man wirklich so sieht, wie das alles passiert, ich glaube, da hat man auf jeden Fall nochmal einen anderen Blick drauf. Ob man Vegetarier oder Veganer wird, ist nochmal dahingestellt. So, aber ich glaube, viel zu wenig, da bin ich bei dir, so machen sich wirklich bewusst, was es bedeutet, tatsächlich immer Fleisch zu essen, was da quasi für eine Industrie dahinter steckt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Bewusstsein wäre gut, wenn es bei viel mehr Menschen da wäre, ohne jetzt quasi die Keule zu schwingen, mit Missionar irgendwo hinzugehen. So. Aber das Bewusstsein und wirklich sich einfach klar zu machen, okay, was bedeutet das, das würde, glaube ich, schon mal helfen, wenn es viel mehr Menschen wissen würden, weil ich glaube, das wird automatisch zu einem Umdenken aber so, in irgendeiner Form Guck mal, wir haben doch auch sowas wie so Aldi, wir Deutschen haben Aldi zu Aldi gemacht. Wir haben die Industrie gemacht, weil die Deutschen an der Kasse verstehen die keinen Spaß, Digga. Sobald es ums Geld geht, wie vorhin, wie mit Designerklamotten. Warum tragt ihr Designerklamotten, wenn ihr euch Billigfleisch holt? Was seid ihr für Spastis, Alter? Kauft euch mal gescheites Fleisch, Alter. Wenn nicht, schlachte ich euch nächste Woche ab. Ein Schwein, Digga, ein Schwein ähnelt dem Menschen anatomisch mehr als ein Affe. Ja. So, Rinder, was denkst du, was für Angst die haben, diese armen Viecher, wenn die sehen, dass 3-4 Viecher vor ihnen mit Bolzenschussgerät die zittern noch und alles. Ja. Digga, das ist tagtäglich, es ist gang und gäbe. Es gibt Schweinehochhäuser, wo die Viecher abgeschlachtet werden. Und in Deutschland, guck mal, bei mir ist es so, ich versuche fast gar kein Fleisch mehr zu essen. Und wenn, dann esse ich Hühnchen. Ist total absurd. Ist total absurd, ich weiß. Aber ich rechtfertige es mir so, ich kann ein Hühnchen den Hals umdrehen, Digga. Ich könnte es. Wenn ich richtig Bock auf Fleisch habe und es sein muss, dann drehe ich ein Hühnchen den Hals um. Aber ich kann nicht mit Mathilda Gassi gehen und ein Lamm oder eine Kuh, das mich auch mit so einer, genau so die Augenstellung hat wie ein Hund, Alter. Und mich anschaut mit Seele und allem. Du weißt, wie die Viecher sich freuen, wenn die nicht geschlachtet werden, wenn die auf die Weide raus dürfen und so. Digga, sowas kann ich nicht. Kann ich nicht machen, Digga. Ich glaube, über diese Thematik können wir gefühlt aus 3-4 Monate unterhalten. Fall, und da gibt es, glaube ich, diverse Meinungen. Politik und muss dazu. Was machen, Mann. Genau. Darüber würde, glaube ich, zu weit führen jetzt. Aber deine Haltung in allen Ehren. Und wie gesagt, ich glaube, wenn mehr Leute ein Bewusstsein hätten für die ganze Thematik, wäre damit schon sehr, sehr viel geholfen. Weil es gibt definitiv auch leckeres anderes Essen, was nicht mit Fleisch zubereitet wird. Wir sprechen gleich über deine Musik, denn du hast uns auch ein Gastgeschenk mitgebracht, sogar ein, zwei. Und noch ein bisschen über Vertrauen auf der Autobahn. Genau, und so lange spielen wir Gigs mit Talking the Hardest. Als ich mich mit dir beschäftigt habe, war es so ein bisschen, habe ich mich wie in der Kunstgalerie gefühlt. Du gehst rein, bist erstmal ein bisschen irritiert, kannst dich ganz deuten, guckst dann aber nochmal genauer hin und feierst es dann auf einmal irgendwie und denkst dir, oh, nice. Danke. Lass mal so stehen, ey. Danke. Wir haben über Mathilda gesprochen, über Elmo, dass auf jeden Fall jeder Mensch sich vielleicht einen Hund anzulegen sollte, weil man einfach ein bisschen runterkommt und ein bisschen mehr Demut, sage ich mal, für Lebewesen vielleicht entwickeln kann. Wir haben darüber gesprochen, dass du ein bisschen erwachsener geworden bist, dass du so glücklich bist wie noch nie in deinem jetzigen Zeitpunkt. Das ist sehr schön. Zweifel sind weg. Wie sieht es aus mit deinem Vertrauen auf der Autobahn? Ich habe mir sagen lassen, du traust den Autofahrern nicht so ganz, vor allem auf der Autobahn. Wieso nicht? Ich, das kommt wahrscheinlich vom jahrelangen Weezy. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen paranoid, Digga, ganz ehrlich. Ich bin wirklich ein bisschen paranoid. Ich glaube, 2019, ich glaube, der Mensch ist einfach programmiert, um Fehler zu machen. Jeder ist mal von irgendwas uns. Passiert bei dir oder so? Autobahntechnisch? Freunde habe ich verloren, aufgrund von Auto, also auch als Fußgänger und auch als Autos, also in meinem näheren Bekanntenkreis habe ich Menschen verloren, die gestorben sind bei einem Unfall. Und klar, ich hatte auch schon einen Unfall, gab immer viele, viele, knappe Situationen. Aber so, was ich halt finde, ich meine so, wir haben immer Angst um allen, um alles, so Angst um unseren Arsch, Angst um den Job zu verlieren, Angst alles, dass die Frau uns verlässt, Angst vor was weiß ich was. Ängste und aber so in Deutschland, Digga, da musst du nur mal nach Holland auf die Autobahn gehen oder was weiß ich, woanders, die kommen dann hierher und das sind Raser hier in Deutschland, das sind so alles wirklich Rennfahrer und so auch mit 250, so eine Karawane mit 4-5 Kombis, mit 5 Meter Platz zwischendrin, sowas gibt's nur in Deutschland. Gibt's nur hier. Ja, voll. Und klar, es ist oft so,
ist ja auch klar, wie soll das gehen, wenn rechts LKWs die 80 fahren und links fahren halt Leute mit 200 und dazwischen ist dann noch eine Mittelspur, dass es da auch mal kracht und jeden Tag sterben Menschen auf deutschen Autobahnen. Ist halt so. Ist wirklich so. Und das sind jeden Tag ein Menschenleben zu viel, wenn du mich fragst. Und klar fragt man sich, wie kann man das ändern? So, der Güterverkehr wird nicht subventioniert, wird nicht vorangebracht, dass die scheiß LKWs mal von der Straße sind, weil man weiß selbst, das ist kinetische Energie, das ist Physik. Das heißt, wenn Menschen keine Vorstellungen davon haben, wenn es dann mal kracht, sieht man, was passiert. Und ich habe sehr, sehr viel Vorstellungskraft. Das ist vielleicht mein Problem. Und so, wie gesagt, 2019, Menschen fliegen, landen Flugzeuge, fahren Autos, fahren 30 Tonner. Wir sind nicht dafür gemacht, finde ich so. Und wer weiß, in 20 Jahren bin ich zu Hause. Vielleicht bin ich ein Mensch der Zukunft, Alter. Ich weiß es nicht. Was war das für ein Unfall? War es ein schwerer Unfall, den du hattest? Nee, uns ist jemand hinten drauf gefahren. Also ich war so ein kleiner Ford Fiesta. Ich hatte, musste dann auch so ein Halskrause ein bisschen tragen, aber ist nichts passiert. Ist nichts passiert zum Glück. Ja, voll. Wir hatten einen Vega hier und der hatte, haben wir auch ein bisschen über Angst gesprochen, weil er vertritt so ein bisschen die Haltung, Angst ist eine Illusion. Und er hat Folgendes gesagt. Alles, wovor du Angst hast, können eigentlich nur Sachen sein, die in der Zukunft sind. Wenn ich jetzt auf die Autobahn 500 Kilometer fahre, ich werde 100% von einem LKW getroffen und sterbe und so weiter. Also sind eigentlich Sachen, die in der Hinsicht einfach unnötig sind, weil es sind Sachen, die sind noch nicht passiert. So steht er dazu. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen und das ist also klar, kann man das einmal so sehen. Du hast jetzt gesagt, du hast zu viel Vorstellungskraft, aber kannst du so ein bisschen nachvollziehen, was wie die These ist, die er aufgestellt hat? Ja, klar. Also ich denke mir auch manchmal, oh, wenn man an die schlechten Dinge denkt, zieht man sie an. Andererseits passiert es immer, wenn man nicht dran denkt. Passiert es immer, wenn man nie nicht einen Gedanken, oh, das könnte ja was passieren, bam, dann klatscht's. So, also ist ja aus Erfahrung sagt man sowas. Also um zu korrigieren, Vega hat die These nicht selbst aufgestellt, sondern er hat auch nur sich inspirieren lassen, vertritt nur die Haltung. Aber ihm geht es ja auch so ein bisschen darum, quasi lebe mehr im Jetzt. Du könntest es eh nicht verhindern, was dann passiert. Mhm. Und bevor du dir quasi Angst machst, was dich dann letztendlich noch lähmt und du irgendwie, keine Ahnung, noch Krisen kriegst, nicht rausgehst und so weiter und so fort, kümmere dich darum, wenn es dann passiert. Ich meine, gut, im Thema Autounfall ist es anderes so. Ja. Aber es ging ihm, glaube ich, so um dieses Mindset so. Ja, voll. Und klar können Sachen passieren, auch wenn man nicht dran denkt, aber das hätte man genauso wenig verhindern können, als wenn man sich die ganze Zeit Kopf macht. Darum ging es ihm, glaube ich, primär. Ich bin ja jetzt gerade eben hier auch mit auf der Autobahn hierher gekommen. Also ich war gerade unmittelbar auf der Autobahn. Also ich kann auch noch Autobahn fahren. Ich fahre lieber Zug. So, weil ich wie gesagt, das ist ja eine einfache Rechnung. Rechts fahren die LKWs 80, links gibt es Trottel, die zu nah auffahren, Lichthupe geben, bei Frauen und Kindern hinten dran so geisteskranke Wichser, die mit 200, was das, paar 200 da über die Dingbrettern, eine Spur zwischendrin. Klar kracht's da, Digga, klar, mit so viel LKWs auf den Autobahnen. Und ich will ja nur, dass es sich bessert. Ich will nur, dass mal ein paar weniger LKWs, Digga, ein bisschen mehr auf die Schiene, so, ja, keine Ahnung, ich bin ja auch kein Verkehrsminister, sonst, aber ich würde definitiv nicht anfangen, hier den Roller so zu promoten. Wie heißt da unser Verkehrsminister, Digga? Kennst du Fahrräder, Alter? Fahrräder, brutale Erfindung, Digga. Check die mal, Fahrräder. Geil. Sag nur so. Wir sprechen gleich über dein Gastgeschenk, das du uns mitgebracht hast und ob du demnächst wieder 3 Jahre abtauchst oder endlich mal da bleibst. Oh yeah. Genau, solange haben wir ein Favorite von dir, Muso. PNL, ODD. Mhm. Jawohl, die zwei Jungs gehen gerade mies ab. Mhm. Sehr geil. Auf jeden Fall zwei krasse Künstler. Ja, Mann. Sehr sphärisch und so. Die beiden Brüder, sehr sphärisch, sehr melodiös. Ich liebe die Gitarre in dem Song, das Video ist unfassbar. Und das sind ja auch schon Legenden. Ich meine, wie lange sind die schon am Start und haben den Sound halt auch geprägt? Dieses so Synthi, so viel Gesänge. Genau, die haben den so echt geprägt. Ja, schon sphärisch, voll. Feier ich schon ganz lange. Krass. Auf jeden Fall viel Spaß mit ODD von PNL. ODD. Was kommt als nächstes von dir? Erzähl mal ein bisschen, was steht noch an? Der Überhit. Kein Scheiß. Also wenn 10-10 schon hittig war, so, wenn ihr den liebt, dann werdet ihr die nächste Nummer noch mehr lieben, glaube ich. Also die nächste Single? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch ein paar wirkliche Hits am Start. Ja. Also wie ich finde. So. Das kommt. Hast du ein Album am Start jetzt oder ein Mixtape? Wir haben noch
2 sind raus. Wir haben noch 6-7 Songs und halt noch von den anderen 280 Bounces. Da so pickt ihr noch was raus. Ja, da sind ja auch so viele gute Skizzen. Du kennst ja selbst wahrscheinlich so. Da liegt irgendwo 2 Zeilen mit einer geilen Melodie auf einer geilen Skizze von einem Beat. Das kann man dann ausarbeiten. So voll oft ist ja geil, irgendwie an was weiterzuarbeiten, wie dann direkt von Zero anzufangen. So, weißt du? Und wahrscheinlich nehmen wir da noch ein paar Skizzen, die ich eben richtig gut finde, aber so die zeitlich hatten wir da andere Prioritäten, an so Dingern dann auch weiterarbeiten. Geil. Aber jetzt, weil deshalb bin ich hier, Digga, so 20% ist das Musikmachen, 80% ist der andere ganze Scheiß außenrum so, und das muss man auch so, das bin auch ich. Ich mache das mit Tony, meinem Manager, zusammen so, wir sind ein gutes Team zusammen, aber da bleibt auch viel an mir hängen so, und erstmal muss ich mich um mein Business kümmern, dann darf ich die Ehre wieder genießen, einfach nur Musik zu machen, weißt du, dann bin ich wieder zu Hause so, weißt du, aber klar, voll. Aber ein Album kommt auf jeden Fall. Ja, voll. Oder Single by Single, Hit für Hit, keine Ahnung, mal schauen so, aber wir haben auf jeden Fall noch viel Material am Start, ja. Coole Sache. Output kommt auf jeden Fall. Yes, yes, und lässt nicht wieder 3 Jahre auf dich warten. Sehr schön, das freut, glaube ich, deine Fans sehr und deine zukünftigen Fans, glaube ich, auch, wenn sie sich mit deiner Musik beschäftigen. 10-10 war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Hat gut geschmeckt. Danke, Gute auch. Und gute. Wenn danach jetzt noch was kommt, wir freuen uns. Wie sieht es aus mit Live-Performances? Tour, Festivals, irgendwo schon mal reingekrätscht, irgendwo, weil wenn jetzt kommt der Sommer, bist du irgendwo, hast du irgendwas vor? Wow, das wird jetzt ein paar Anfragen gibt es jetzt schon nach der letzten Single, nach 10-10. Wir sind da ganz offen, wir haben Zeit, wir haben Bock. Also so ein paar Sachen stehen schon in Aussicht. Fix ist ehrlich gesagt noch gar nichts. Aber doch, ich bin dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Splash. Jetzt aber nicht mehr auf der Gemini Stage wie vor ein paar Jahren, sondern ich muss wieder von unten wieder hocharbeiten. Aber es ist scheißegal, Digga. Ich habe Hits am Start, ich habe gute Laune. Dafür gehe ich dahin, Alter. Auf die Sonne scheint. Alter, Splash, Digga, voll. Wieder mal da am Start zu sein. Ich habe richtig Bock auf Festivals und vor allem, Simon, ich habe Bock, live zu spielen. So, ich habe Bock, obwohl das, ich muss das Zeug ja auch mit Autotune live spielen, so, aber ich habe da trotzdem Bock drauf, so, weil heutzutage jeder kann es im Studio. So, die singen auch mit, die Crowds. Oh ja. Oh ja, hoffentlich. Oh Digga, das ist auch weird so wahrscheinlich, wenn die dann alle so ein Chor. So. Und die Nummer kann man ja 10-10 kommen. Ja, das ist ja das. Bogota, das sind auf jeden Fall Live-Smasher. So. Ich habe da so Bock, die Dinger live zu performen. Ich raste aus. So Travis-mäßig so. Und dann so, ich werde mich mit so einem Kreislauf. Sehr schön. Okay. Geplante Features. Du hast ja mit Alias und Xavier Naidoo schon quasi deine Träume erfüllt, weil für dich das so die beiden größten sind so in deinem Kosmos. Hattest du ja schon. Was soll noch kommen? Hast du irgendwelche, also wenn du sagst, okay, wenn du es dir malen könntest, oder vielleicht auch schon geplante? Geplant sind 1-2 Sachen, das ist aber noch nicht spruchreif, das werdet ihr bald erfahren. Sonst, man muss halt immer gucken, so, dass es halt für beide ein Win-Win ist natürlich auch. Klar, da geht es nicht nur um den künstlerischen Aspekt, da geht es auch um die Business-Seite. Wer ist jetzt so, dass er sagt, okay, der Muso, der früher mal einen Hype hatte, dann total verkackt hat, jetzt mit so 2 geilen Nummern wieder am Start ist, soll ich mit dem, nachher verkackt er mir mein Image, nachher, die Rapper haben halt Angst um ihren Namen, Angst um ihr Standing, selbst wenn die mich feiern würden, Digga. Gibt viele, die sagen würden, oh, der ist noch nicht big genug oder guck mal, der hat nur, was weiß ich, ein paar tausend auf Insta oder was weiß ich was, und dann wird halt so eine Zusammenarbeit nicht entstehen, wo ich sagen würde, Digga, ich glaube, ich könnte vielen Rappern im Studio weiterhelfen. Vielen Rappern. Und es soll nicht irgendwie arrogant klingen oder was weiß ich, aber ich bin halt ein offener Mensch im Studio, Digga. Und darum geht's, das habe ich gelernt zu Stracciatella Now-Zeiten, da ging es um ganz, ganz viel anderes, aber nie um das Produkt. Mit dem Produkt war ich nicht 100%ig im Reinen mit mir, schon allein was meine Parts und alles betrifft. Und jetzt, mir geht's nur noch ums Produkt, Digga. Mir geht's nur noch um den Sound, auch wenn ich dafür im Studio schlaf, Wochen nicht mehr rauskomme. Darum geht's, Digga. Darum geht's. Darum und deshalb, geht's, ja, voll. Du hast ganz früher auch mal gesagt, du bist technisch nicht anfechtbar. Achso, echt? Habe ich das gesagt? Das hast du mal gesagt? Echt? Rap-technisch. Oh Gott, Digga. Doch, ich war rap-technisch definitiv anfechtbar. Definitiv. Was gräbst du ja alles raus? Leck und mir. Okay, also auch ein bisschen gereifter, ein bisschen reflektierter an der Sache. Und, sehr schön, haben wir das auch mal klargestellt. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg auf jeden Fall für alle, was kommt, für deine Live-Geschichten, weil live, ich kann es mir nur vorstellen, muss wirklich, also Kontra hat es jetzt auch letztens gesagt, dass er bei uns war, live ist einfach der Shit. Ja, so, die Energie, die du spürst vom Publikum, und wenn du da auf der Bühne stehst, dann rappen ein paar noch deine Texte mit. Ich glaube, es gibt eine sehr, sehr schöne Energie. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne blicken, was würdest du dem 40-jährigen Muso wünschen? Weniger zu rauchen, auf jeden Fall.
genauso glücklich zu sein wie mit Anfang 30. Voll. Also bist du jetzt tatsächlich in deinem besten, also wenn es jetzt so weitergeht quasi, wie es jetzt aktuell ist, dann bist du happy und hast keine Wünsche offen. Voll, voll. Ich bin so nah bei mir seit diesem Jahr, seit letztem Jahr, seit der Sound fertig ist. Ich bin so nah bei mir. Das wünsche ich jedem. Das wünsche ich jedem. Und das muss ja sagen, das, ich sage das ja jetzt nicht, nachdem die Platte released worden ist und ich Millionen Fans irgendwo habe oder Ding. Ich bin jetzt schon, Digga. Jetzt schon. Schon allein, dass 10-10 rausgekommen ist und ich das erste Mal sage, das ist mein Baby. Das bin ich. Mehr geht nicht, Digga. Mehr geht nicht. Weitermachen so. Ich mach weiter so. Featuring Flex FM. Run, run, run.